Hallo ihr Lieben, heute beschäftigen wir uns mit der Augencreme. Ich habe hier fünf Augencremes vor mir, also in der Hand, von 3 Euro bis 45 Euro. Das ist jetzt nicht unbedingt High-End, das ist preiswerte Drogerie bei Lea. Dann haben wir Reformhaus um die 20 Euro, dann okay High-End Lancôme ist um die 30, 31 Euro. Caudalie, das ist auch um die 30 Euro, das ist auch eine Naturkosmetik französisch, und Dr. Hauschka, das ist die teuerste, 45 Euro. In allen fünf, also in allen Typchen, oh, das ist ja kein Typchen, das ist so ein, ja, so ein Fläschchen mit einem Spender, was sehr schön in der Anwendung ist, sind also allesamt immer 15 Milliliter. Und beginnen wir doch mal mit der teuersten, mit der Dr. Hauschka Regenerationsaugencreme. Also ich benutze die schon über mehrere Jahre, ich wechsle die immer ab und zu und komme immer wieder zurück auf diese Augencreme, weil sie sehr gut verträglich ist. Ist natürlich ein Naturprodukt, frei von synthetischen Farbstoffen, Mineralölen, Paraffinen und so weiter, was da alles für ein Müll oft in unseren Cremes enthalten ist. Also das ist so Borage-Samenöl, Birkenblätter, Rotklee, so isoflavonreiches Rotklee. Also das strafft und festigt sehr schön die untere Partie, also unter den Augen und auch das Augenlid. Es ist zu empfehlen, die Augencreme, also niemals, also immer ein bisschen, so einen halben oder einen Zentimeter ab vom Wimpernrand, und damit da nichts in die Augen kriecht und eure Augen tränen und brennen können. Und immer von der Nasenwurzel nach außen hin klopfen. Und bitte ganz sanft zu euch sein. Immer nur klopfen, also jetzt nicht reiben und massieren. Immer nur so ganz leicht einklopfen. Und vielleicht mit einem Druck enden. Also ganz zart, weil das ist eine ganz zarte Haut unter den Augen. Und die wollen wir ja pflegen. So, die nächste ist die von Caudalie aus der Lifting-Serie. Caudalie arbeitet, ist französisch, eine französische Naturkosmetik. Und die arbeiten mit Produkten, alles was die Weintraube so hergibt. Und diese Resveratrol-Serie, gerade in der Augencreme, da ist dieses Resveratrol aus der Weinranke enthalten, verbunden mit so einem Mikrokomplex an Hyaluronsäure, die wiederum die Eigenproduktion der Hyaluronsäure unserer Haut steigern soll. Ist also liftend, glättend, Tränensäcke werden gemildert. Ist eine schöne, gut verträgliche Creme, also auch frei von diesen ganzen, ist ja alles ist alles Naturkosmetik, was ich hier vorstelle. Caudalie gibt es, wie gesagt, in führenden Apotheken, also die jetzt speziell Caudalie dieses Label führen, ansonsten im Internet zu kaufen. Also 31 Euro. Ist eine sehr schöne Augencreme, aber die Wirkung ist jetzt nicht so doll. Da muss ich sagen, Dr. Hauschka ist mir da ein bisschen lieber. Also ich merke da mehr Ergebnis bei Dr. Hauschka. So, die nächste Augencreme ist auch aus dem Reformhaus von Areilaya, kostet 19,99 Euro, ist eine Augencreme, eine Exklusiv-Repair-Augencreme. Da war ich sehr gespannt, die ist noch nicht ganz aufgebraucht, aber ich habe schon, also die Hälfte ist schon durchaus weg. Also die hat einen leichten UV-Filter, was ich sehr angenehm finde, was die anderen alle nicht haben. Dann ist da so ein Auszug aus Frauenginseng drin, was jetzt vor umweltbedingter Hautalterung schützt. Dann irgendwie so ein Buchenkressenextrakt. Ich habe mir das alles genau eingeprägt. Strafft und regeneriert die Haut. Dann so eine Paragresse, die also glättet die Falten und nimmt, also das ist so eine extreme Sofortwirkung, wird da versprochen. Kann ich nicht so ganz teilen, aber dieses Kieselsäure, so ein Kieselsäure, Silicea oder wie das heißt, Silicea heißt das, soll Augenschwellung, also gegen Augenschwellung und Augenringe sein. Kann ich jetzt nicht so sagen, weil ich jetzt keine Augenringe und solche starken Schwellungen habe, also da bin ich jetzt ein bisschen unsicher, da kann ich nichts so sagen, das steht da, also verspricht die Werbung für dieses Produkt. Und ich kann das jetzt nur so weitergeben. Also was ich schön finde, also sie hat auf jeden Fall so einen glättenden, aufpolsternden Effekt, hat sie schon, wenn man sie aufgetragen hat. Man muss aber mehrmals am Tag diese Augencreme benutzen, was jetzt bei Dr. Hauschka nicht unbedingt der Fall ist. Wenn man das morgens aufträgt, also gut die Haut versorgt, langt das auch über den Tag. Dieses Produkt von Lancôme Energy de Vie ist ein Augengel.
Es ist im Sommer sehr schön, aber auch im Winter. Im Winter ist unsere Haut ja auch heizungsbedingt sehr trocken, also in den Räumen drin. Das ist ein Produkt, also auch 15 Milliliter, kostet 39,99 €, so um die Dreh. Es ist ja unterschiedlich, wo ihr das kauft. Also wir wissen, dass also Spuren von Müdigkeit, Schlaflosigkeit, Stress, Umwelteinflüsse, also alles, was tut alles unsere Haut nicht gut. Das lässt unsere Haut altern, unsere Haut sieht fahl aus. Und natürlich lässt sich die Kosmetikindustrie viel, viel einfallen und wirbt natürlich auch mit tollen Sprüchen, also wofür also ihre Produkte geeignet sind und entgegenwirken. Also dieses Energy TV ist ein kühlendes Augengel mit Extrakten Melisse, Granberry und Ginseng. Das Interessante bei diesem Gel ist, das ist so ein Rollapplikator. Man drückt also auf diese Tube und dann kommt hier aus diesen Metallrollen kommt dieses Gel raus und das massiert man sich ganz sanft, gibt man sich dieses kühlende Augengel auf die untere Augenpartie auf. Ich würde es jetzt nicht oben machen. Es ist sehr schön im Sommer, wenn man jetzt am Strand war, auch so zwischendurch, wenn die Haut so ausgetrocknet ist, ist eine sehr schöne Alternative. Also es macht einfach, es polstert die Haut so ein bisschen auf. Aber es ist jetzt nicht, dass jetzt Augenringe verschwinden und Schwellungen zurückgehen. Es ist einfach erfrischend, ein erfrischendes Gefühl auf der Haut. Das letzte Produkt, was ich euch vorstelle, ist von Balea, 15 Milliliter, kostet 2,95 €. Das ist eine belebende Augencreme mit Lotusblütenextrakt. Ich habe mir gedacht, erst dachte ich, das ist nur für eine ganz junge Haut, aber was da zum Beispiel draufsteht, also junge Haut, weiß ich jetzt nicht. Die haben noch nicht solche starken Schwellungen unter den Augen und Augenringe. Also dagegen soll diese Creme wirken, mit so einem Gänseblümchenextrakt und mit einem Lotusblütenextrakt, was ich sehr schön finde. Also ich konnte da nicht viel feststellen. Also es war pflegend unter den Augen, weil es jetzt nichts irgendwie besser geworden. Wir dürfen vielleicht doch nicht zu viel erwarten, aber was ich sehr angenehm finde, dass das ohne Alkohol ist, dass das ohne Mineralöle ist, ohne Paraffine, ohne Parabene, ohne Parfümstoffe. Also alles, das fand ich sehr, sehr angenehm. Kostet wie gesagt 2,95 €, kann man nicht viel falsch machen. Was ich sehr schön, also was auch zu empfehlen ist, also wenn es jetzt für die Augenpartie zu wenig ist, dass man das auf die obere Lippenpartie gibt. Da könnt ihr immer eine Augencreme verwenden, aber das machen wir meistens nicht, weil eine Augencreme ja teuer ist. Und da sagt man sich auch, also, aber diese obere Lippenpartie, die ist auch genauso empfindlich wie die Augenpartie. Und wir sehen das dann auch im Alter, gerade mit 50 plus, dass wir diese kleinen Linien, die sich ja so eingraben. Und diese Haut muss gesondert gepflegt werden auch. Also immer schön Feuchtigkeitsmaske drauf machen. Also gut eincremen, ne, das nicht vergessen, die Oberlippe. Aber eine Augencreme, also ist perfekt, wenn ihr eure Augencreme unter die Augen aufgebt, dass auch gleich hier auf die Oberlippe so ein bisschen Augencreme mit auftragt. Und falls ihr euch jetzt fragt, was hat die eigentlich auf den Augen drauf? Was ist das für ein Lidschatten? Ich konnte da nicht widerstehen. Es gibt ja noch nicht so viele Paletten. Das heißt, es gibt wohl schon Lidschattenpaletten zu kaufen. Also auch aus dem High-End-Bereich, die haben mir nicht gefallen. Weder von Bobbi Brown noch von Chanel, von Estée Lauder, die haben mir nicht gefallen. Gut, die von MAC ist auch ganz hübsch. Aber ich bin, wie gesagt, ich bin nicht die Generation MAC. Ich benutze zwar den Pinsel, aber ich benutze nicht die MAC-Kosmetik, obwohl die bestimmt ganz zauberhaft und ganz toll ist. Aber ich bin so der klassische Typ. Also ich mag diese Produktlinie, die es schon länger gibt. Gut, MAC gibt es auch schon lange, aber das ist so eine junge Linie, also für mich in meinen Augen. Und die haben auch eine sehr schöne Palette, aber bei Lancôme konnte ich nicht widerstehen. Da habe ich euch ja schon diesen roséfarbenen Stift, diesen Milky Pink gezeigt und aus dieser gleichen Serie haben die eine Eye Sugar Palette, also auch eine Limited Edition. Und erst dachte ich, naja, also das ist ja irgendwie gar nichts, diese Farben. Aber dann habe ich die geswatcht beim Douglas. Also guck mal, wie hübsch die aussieht. Also ich sage nur, französische Patisserie. Wunderschön. Eine wunderschöne Palette ist das. Schaut euch das mal an. Ich halte das jetzt mal in die Kamera. So schöne Farben. Erst dachte ich, das ist total krass, aber man kann da so tolle Looks mitschminken. Ich habe heute diese beiden, wenn ihr das seht, ich habe diese beiden Farben benutzt. Das ist so ein Ziegelrot und ein,
so ein Perlweiß. Das habe ich im inneren Augenwinkel und diese Ziegelfarbe, also das restliche Lid. Ich werde auf jeden Fall alle Farben davon benutzen. Die sind so schön. Und vor allem ist das eine Textur, das ist zum Niederknien. Also ich bin total begeistert. Also ich freue mich richtig darauf, die Looks damit zu schminken. Jetzt die Frühjahrslooks, obwohl ja der Winter gerade mal wieder zurückkommt. Gut, ihr Lieben, also ich schreibe die Produkte. Also was würde ich jetzt empfehlen? Also meine Empfehlung ist an Augencreme. Die sind alle fünf toll, aber mein absoluter Favorit ist, wie gesagt, Dr. Hauschka und für den Sommer diese Energy de Vie. Die anderen beiden, Caudalie und Arelia, kann man auch, aber ist jetzt nicht unbedingt so, dass ich da jetzt total für brenne. Man hat ja so Produkte, die man okay findet und dann Produkte, die man nicht okay findet und dann gibt es Produkte, die man richtig toll findet und sich immer wieder kauft. Und da gehört auf jeden Fall Dr. Hauschka dazu. Es gibt natürlich noch andere tolle Augencremes von Lancôme, von Chanel, von Shiseido. Aber das ist ja wieder eine andere preisliche Nummer. Darüber reden wir ein andermal. In diesem Sinne, ihr Lieben, wünsche ich euch wie immer alles Liebe, alles Gute. Seid besonders gut zu euch und zu eurer Haut. Bis bald. Ciao. Danke fürs Zuschauen.